Grüß Sie und herzlich willkommen. Ah, da wird immer mal ein bisschen kleiner. So. Grüß Sie und herzlich willkommen wieder mal zu einer kleinen Austria vor Stockhaus Goal. Heute mal kurz, um es vorwegzunehmen. Ich habe jetzt einige Male gelesen, dass ich wahrscheinlich zu leise bin. Entweder liegt es auf der Kamera, sonst muss ich mir mal ein Richtmikrofon besorgen und ein Hero 6. Ich werde heute lauter reden, mal schauen, ob es besser ist. Man kommt sich natürlich selbst immer ein bisschen blöd für, wenn man so laut redet, aber hilft ja nichts in dem Fall. Die Bildqualität, ich habe keine Ahnung, welches Gruseln das ist im Hintergrund. Ist es, weil da herin halb dunkel, halb hell ist? Hat es mit der Videoeinstellung zu tun? Ich komme nicht dahinter. Damit müssen wir uns leider abfinden, weil die Kamera im Freien einfach viel bessere Aufnahmen macht mit der Einstellung. Und ich will sie ehrlich gesagt nicht umändern. Und dann habe ich nachher im Freien nicht die super Qualität, was ich jetzt anhabe. So, was gibt es Neues? Nein, es gibt eigentlich gar nichts. Und zwar wohl eigentlich schon die Stil 462. MS462 ist wieder nach Hause gekommen. So, das heißt, ich kann jetzt mein absolutes, endgültiges Resümee bezüglich der neuen Sorgen machen. Ist für mich schwierig, da ich nur die Referenzen von vor zwei Wochen habe, oder von der Gesamttestzeit von vor zwei Wochen, ist aber, ich muss quasi damit zufrieden sein, weil wenn ich so höre, was in Deutschland abgeht, ich habe jetzt einmal von Basti von Bad Streets wieder ein Video angeschaut, wo er die 572 getestet und die haben seit zwei Tagen zur Verfügung. Also zwei Tage ist wirklich gar nicht, um zu begreifen oder um wirklich zu sehen, was, zu was die Sägen instande sind. Nein. Finde ich natürlich ein bisschen schade, dass er nicht mehr Zeit gekriegt hat, aber sie ist anscheinend so derart vergriffen da draußen, dass es nicht möglich ist, sie länger zu testen. So, 462, wenn ich, das ist mir jetzt letztens passiert, gell? Ihr wisst ungefähr, von was ich rede, wenn ich mir jetzt mit den Zahlen vertausche, ich habe mittlerweile schon so viel Sägen und rede von so viel Sägen, dass ich hin und wieder mal ein Verhasstler drin habe, dass ich zum Beispiel 472 sage, wenn ich die Husqvarna mache, oder 562, wenn ich jetzt die Stil mache, das ist, es geht einfach nicht anders. Ich bin schon echt hart beim Überlegen, ob ich mir da im Hintergrund das ein Klemmbord mache mit den Motorsägen, wo ich habe und immer ein kleines rotes Rufzeichen dazu mache, über welche Sorge ich gerade sprich. Ja, damit wir zum Thema zurückkommen. Die 462, die Stil MS462 ist eine qualitativ hochwertige Säge. Sie ist etwas nicht so massiv verbaut, als wie zum Beispiel die Husqvarna, sondern sie ist, ja, wie soll ich das jetzt am besten formulieren? Sie haben es geschafft, sie kompakter zu machen. Was mir in den 14 Tagen aufgefallen sind und gute Sachen, das war einmal das absolut geniale Stil-Startverhalten, das kenne ich schon von der 362er, jetzt wohl kein Plätzchen, ja, die 362, die was mein Vater als Lagerplatz hat und mit der er auch immer arbeitet. Ihm gefällt sie einfach deswegen, weil die einfach perfekte Startverhalten hat. Mit denen hat ja Husqvarna lang Schwierigkeiten gehabt. Ist aber mittlerweile auch nicht mehr, weil seit der 572er haben sie es einfach geschafft, dass er so wenigstens zuverlässig läuft, dass sie sich auch im warmen Zustand normal starten lässt. So, im Endeffekt, die Sorg hat Vor- und Nachteile. Für mich ist nun mal ein Nachteil, ich gewöhne mich extrem schwer um und ich verstehe nicht warum. Ich bin gefragt worden, warum ich beim letzten Video Fällung von einer 1,35 cm Fichten, da wurde ich noch drauf zurück, da komme ich später drauf zurück, 1,35 cm Fichten mit 1,35 m Durchmesser, bei der Fällung, warum ich da nicht mit der Stiel geschnitten habe. So, ich habe das schon, glaube ich, mal im letzten Talk-Video, in den letzten zwei Talk-Videos mal erklärt. Der Baum hat einen großen Durchmesser gehabt, jetzt sind wir dann in der Stromleitung. Herzstich wollte ich zuerst vermeiden, habe aber dann noch erkannt, dass er sich sowieso austragen wird, weil er mit den Ästen bei einem Baum einstellt. Ich hätte schneiden gekannt, war mir aber am Anfang, wie ich ihn Schnitt gesetzt habe, mit der Husqvarna einfach viel sicherer, weil ich nicht die Zielgenauigkeit habe mit der Stiel, als wir mit der Husqvarna.
ich schaffe es mit der Husqvarna Bama exakt nebeneinander zu legen, mit der Stiel, es geht nicht. Ja, jetzt ist die Kamera mal nicht mitgelaufen, ich kann gleich in Fabian sagen, ja, ich weiß, auf was du jetzt denkst, wir haben einmal das Thema gehabt, links, rechts, so ein Baum, ich habe gesagt, der gehört in die Mitte rein, habe selbst geschnitten, habe die Stiel genommen und hauen voll auf den anderen quer drüber. Wieder eine Runde zahlen müssen, aber das ist jetzt wieder eine andere Geschichte. So, für mich ist einfach der Griff nicht ideal. Das ist eine Gewohnheitssache, sie ist deswegen nicht schlecht, sie ist eine super Säge. Ich komme für Punktfällungen, für Sicherheitsfällungen, würde ich sie persönlich nicht verwenden, weil ich mir einfach nicht sicher bin. Weil ich einfach das Gefühl während dem Schneiden habe, was ist, wenn der jetzt nicht 100% so fällt, wie er fallen sollte. Klar gibt es immer wieder Situationen, wo ich ein paar Mal voll in die Seiten hau, hat aber mehr mit Akkord zu tun, als wie, dass die Technik irgendwas nicht stimmt. So, was ist noch positiv aufgefallen? Wir haben einmal super Startverhalten. Sie hat sich gut eingestellt. Ich meine, das Starten an sich, also wenn man jetzt die Motor sagen, neu kalibriert. Und da habe ich jetzt gleich was für alle Stilisten und alle Husqvarier unter euch. Von den Stilisten will ich jetzt nie mehr was hören. Seit Jahren sind die Husqvarna-Sägen kritisiert worden, von wegen elektronischen Vergasereinstellungen bei sich ändernden Seehöhen. So, bei den Husqvarna läuft das so: Choke eine, zwei, drei Pumper in Benzinpumpen eine und nachher angreisen, hupft einmal lieber. Joker außer angezogen und damit Vollgas ins Holz eine. Die Sägen brauchen das, beziehungsweise der Vergaser. Das ist immer von den Stilisten kritisiert worden, unter dem Vorwand, das kann für die Säge nicht gesund sein. Falsch, die sind dafür konzipiert. So, und jetzt kommst. Wie stellt man die Stiel MS-426 richtig ein? Also wie schafft man es, dass sich der Vergaser neu kalibriert? Man startet sie mit Joker an und lässt den Joker drin und lässt sie über 30 Sekunden laufen. Am besten man macht 32, 35 Sekunden. Wenn man normalen Sprit tankt, also selbst gemischten, also die Rauchfontäne, was da außen fährt, ist halt nun mal so. Die Säge ist so konzipiert, damit man sie so startet. Nach dieser 32 Sekunden, also ohne einmal das Gas zu betätigen oder sonst irgendwas, Kettenbremsen sollte schon nach außen sein. Man sollte am besten auf die Uhr schauen, dann funktioniert es am besten. Nach diesen 32 Sekunden voll durchdrucken. Volle. Da merkt man schon, die Säge kommt nicht auf Touren. Das ist, weil sie sich neu kalibriert. Um die 17 Sekunden dauert es, könnte man ja auch auf die Uhr schauen und dann merkt man, mein Herz so, Mii, und nach 17 Sekunden Mii, und dann nochmal oben und nochmal auf und die ist eingestellt. Die ist dann für die Seehöhe, wo man dort arbeitet, immer perfekt eingestellt. Das gleiche Prinzip ist halt bei den Husqvarna, dass man da halt anstartet und für Vollgas ins Holz reinruckt, die stellt sich sofort ein. Die Stiel mit dieser 30 Sekunden auf dem Joker bleiben und danach 17 Sekunden Vollgas und ich sag's euch gleich, 17 Sekunden sind lang. Das glaubt man gar nicht, wie lang das ist, wenn man auf Vollgas auf einer Säge bleibt. Mir hat ein bisschen Bauchweh getan beim ersten Mal, weil ich gemeint habe, jetzt wird es mir die Säge jeden Moment in der Hand reißen, aber sie ist dafür konzipiert. Sie ist dafür gemacht, dass man solche Starts macht, beziehungsweise sie so einstellt. So, was haben wir noch gehabt? Fabian hat sich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Günther auch. Sie haben beide damit gearbeitet. Fabian war zuerst unschlüssig. Vom Gewicht her, mir fällt es nicht auf. Wie es in andere geht, weiß ich nicht. Fabian hat auch gesagt, zum Osten nimmt er wahrscheinlich lieber die Stiel als wie die Husqvarna. Obwohl wir gemerkt haben, dass bei der Stiel, wenn sie stumpf ist, nicht so ins Holz reinfährt, als wie wenn die Ketten stumpf ist, als wie die Husqvarna. Weil bei der ist sogar wurscht, wenn die Ketten nicht schneiden. Das habe ich jetzt einmal in Fabian gezeigt, weil wir da einmal in einen Stein reingeschnitten haben. Und dann haben die so gegeben, sondern in den Osten, weil es sei 5,50 war noch weniger, die Ketten. Und dann hat er mit meiner entostet, mit meiner 5,72er und er hat im Endeffekt die gleiche Schnittleistung gehabt, als wie bei seiner 5,50er, wenn sie geschliffen war. Ja,
Ich habe nämlich für die Jungs einmal wieder Ketten gefeilt, damit sie, oder zumindest weil sie nicht vorkommen. Mal für den Günther seine habe ich, nein, die haben das letzte Mal gar nicht gefeilt, da waren nur Fabian und meine. Damit die Ketten wieder mal anständig schneiden, ist natürlich deppert, wenn man auf einer Baustelle ist. Die Videos werden dann auch kommen, wo in Parma alles Nägel eingewachsen sind. Aber das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema. Kommen wir wieder zurück zur Sorge. Griffheizung. Eine Frage hätte ich ja. Vielleicht kann sie mal irgendwer beantworten. Warum sind bei den Stielsägen die Griffheizungsknöpfe immer irgendwo anders und nicht separat gleich? Wir kennen wir ja von den Husqvarna, dass die Griffheizung immer am Griff ist. Also am oberen Griff, am Haltegriff, ist auf der Seite meistens oder zu 90%, ich weiß jetzt nicht, ob es Modelle gibt, wo es nicht dort ist, aber für die Sägen, die ich kenne, ist die Griffheizung auf der Seite. Und was mir aufgefallen ist, bei der 2160er und bei der 3, ich bin schon so deppert in Schildern. 4260 und 2160 sind die Griffheizungsknöpfe komplett auf einer anderen Stelle. Und das war etwas, was mich sehr verwundert hat. Vielleicht kann mir die Frage irgendwer beantworten, warum das so ist. So, Schnittleistung top, Gewicht. Normal, Spritverbrauch kann ich gar nicht so klassifizieren, weil ich immer noch der Meinung bin, dass der wahrscheinlich ein bisschen einen kleinen Tank hat. Schnittleistung her, denn weil mir einmal gesagt worden ist, ob ich da vielleicht noch das Modell fuhr, von Herbst gehabt habe, dass da vielleicht der kleine Sprung drin war. Nein, das Modell war schon das neuere Modell. Der Sprung war einfach da. Also den Sprung. Wenn ich voll auf Vollgas gegangen bin, nach oben drehen haben lassen, hat es nochmal kurz angestoben und dann erst aufgedruckt, ist mir persönlich aufgefallen, weil ich es von der Husi nicht kenne. Also die fährt immer voll auf und damit hat sich die Geschichte erledigt gehabt. So, Benzindeckel aufgegangen, Kim auch noch, werde ich auch noch zeigen, wie das Ganze ausgeschaut hat. Ding hätte ich noch. Ich weiß, sie lässt sich super starten. Ich habe jetzt einmal den Stiel leer gefahren. Vielleicht hat einer einen Tipp für mich, wie man die am besten startet, wenn sie komplett leer war. Weil bei der Husi kennt man ja den Knopf. Hier haben wir da einen Benzinknopf. Wenn du eine pumpest, pumpet es nach. Und das gibt es eben bei der Stiel nicht. Gibt es da irgendeinen Schmäh oder muss man einfach bewarten, rennt der von selber noch, keine Ahnung. Ich habe das letzte Mal gerissen wie ein Todel. Und das hat mich schon ein bisschen geärgert, muss ich sagen. So. Sonst muss ich sagen, top Säge, alles falls jetzt, ich meine, ich hätte das vielleicht am Anfang machen sollen, falls jetzt irgendwer aus Amerika, Italien oder sonst irgendwo zuschaut, I can't translate these videos because my English is so bad. Es hilft nichts. Mir fehlt weder die Zeit noch sonst die Kenntnisse, dass überhaupt die technischen Kenntnisse oder das technische Englisch, damit ich überhaupt die Videos so übersetzen kann, dass es halbwegs verständlich wird, beziehungsweise untertiteln kann, dass es überhaupt einen Sinn macht. Weil dann würde ich pro Video mehrere Stunden da auf dem Computer verbringen und ich habe so schon zu wenig Zeit. Vielleicht hat ja jemand kurz einen Moment Zeit und könnte den Satz kurz übersetzen für die Leute, damit sie wissen, warum ich es nicht kann. Vielleicht kommt es irgendwann, vielleicht finde ich mal irgendjemanden, der das in meinem Umkreis, der das machen will. Dafür muss man aber echt extreme Englischkenntnisse haben. Da bin ich drauf gekommen, wie in Luzern auf der Forstmesse war. Boah, das war schon eine harte Geschichte. Also was die auf der Bühne für eine Brocken rausgehauen haben, da war mein Englisch schon lang auf der Grenze. Also mit Hello und was zum Essen bestellen, bin ich eigentlich schon gut bedient gewesen immer. Aber was da abgelaufen ist, war schon eine harte Geschichte. Die Sonne immer weiter hängen. So. So viel zur 4260 Top-Säge. Ich werde weiterhin bei der Husi bleiben, weil ich einfach durch die Feldtechnik nicht klarkomme damit. Wird irgendwann interessant werden, vielleicht für den Vater noch, sollte er sich vor der Benze nochmal eine zulegen. Für Lagerplatz ideal, weil sie ja sich mit Anzug immer starten lässt, sobald sie warm sein muss. Man braucht man zwei, aber das ist irrelevant. Es ist ein super leichtes Startverhalten und ja,
ich muss sagen, Top Sieger. Da hat einmal Stil mal gezeigt, dass man einmal was Gutes entwickeln kann. Was sich aber im Laufe der Jahre noch an Kinderkrankheiten ausstellen sollte, ist wieder eine andere Frage. Das kann ich jetzt nicht beantworten. Sieht man aber dann. So, wir stehen kurz vor die 18.000 Abonnenten, bin ich drauf gekommen. Ich bin schon fest beim Planen, was ich zum 20er Abonnenten-Special mache. Und da gibt es noch eine Überraschung und auch wieder was zum Gewinnen. Ich habe was besorgt und das wird sicher, kann sicher irgendwann gebaut. So, in diesem Sinne lassen wir es für heute mal gut sein. War wieder ein schöner Sonntag. Wünsche euch weiterhin gut Holz. Habt aufpassen auf euch. Euer Austria Forst.